Inwobau. Ihr Partner von Anfang an. Inwobau. Der Kunde und seine Wünsche stehen an erster Stelle. Inwobau. Über 3000 erfolgreich und pünktlich fertiggestellte Wohn- und Gewerbeeinheiten sind Garant für Inwobau. Sandhausen. www.invo-bau.de. SVS Power Tool. DFB-Pokal erste Hauptrunde, SV Sandhausen gegen Borussia Dortmund. Die Pressekonferenz von Dienstag hier bei uns in Ausschnitten. Die Einleitung des Geschäftsführers Ottmar Schork. Wir sind auch guter Dinge, dass wir in allen Bereichen, auch wenn wir ein kleiner Verein sind, es doch stemmen können, dieses Spiel hier bei uns weitgehend so austragen zu können, dass wir den Fans und allen, die mit beteiligt sind, zur Zufriedenheit es entsprechend anrichten können. Zur sportlichen Situation gebe ich jetzt unserem Trainer Gerd Deiss das Wort. Also zur sportlichen Situation ist Folgendes zu sagen, dass nach wie vor der Jan Fieser definitiv ausfällt. Wir haben im Moment zwei angeschlagene Spieler, das sind der Tim Dannenberg und der Christian Glibo, wobei ich aber davon ausgehe, dass sie also am Samstag dann auch für das Spiel zur Verfügung stehen. Das war das Personelle. Zum Sportlichen ist also zu sagen, dass wir ja am Samstag mit dem 2:0 Heimsieg gegen den VfL Aalen sehr gut in die Drittligasaison gestartet sind und das haben wir uns alle vorgenommen. Man weiß ja nie nach 6 Wochen Vorbereitung, wo man letztendlich steht. Der Gegner, der VfL Aalen, hatte personell aufgerüstet und es ist immer wieder schwierig, dann das Eröffnungsspiel so zu bestreiten, wie man es sich vorstellt. Wir haben das hinbekommen, wenn auch in vielen Bereichen noch Luft nach oben war, sind wir doch alle sehr glücklich, mit einem Heimsieg in die neue Runde gestartet zu sein. So, vielen Dank, Gerd. Ja, Borussia Dortmund hat sich ja auch entsprechend schon vorbereitet, hatte ja am Samstag das Supercup-Spiel gegen Schalke 04 gehabt. Und wir sind mal gespannt, wie sie dann auch entsprechend zu uns kommen, von der personellen Situation her. Aber wir sind eigentlich auch guter Dinge, dass wir uns, so wie wir gegen Aalen uns präsentiert haben, dem BVB einen großen Kampf geben können. Ich darf nun unserem Präsidenten Jürgen Machmeier das Wort geben und von ihm einige Sachen zu Ihnen zur Presse. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie natürlich auch recht herzlich begrüßen heute zur Pressekonferenz. Sicherlich nehmen Sie mir ab, dass die Vorfreude jetzt nach dem Spiel gegen Aalen, nach der gelungenen Premiere in die Drittligasaison 11-12, dass die Vorfreude natürlich riesengroß ist, dass wir den deutschen Meister hier empfangen. Wie der Herr Schork schon gesagt hat, eine ganz besondere Ehre, ein ganz besonderes Feeling auch, aber man merkt auch, dass wir hier keine Luft mehr nach oben haben, was wir im Sportlichen am Samstag hatten, aber was die Verwaltung, die ganze Logistik und alles betrifft, denke ich, waren wir in den letzten Wochen voll ausgelastet. Ich bin da froh, dass der Ottmar Schork zum 1.6. als Manager, als Geschäftsführer gekommen ist. Er hat sich zwar auch anders vorgestellt, er wollte einige Strukturen hier bei uns verändern, neu gestalten, hat viele Ideen. Leider sind wir zwar schon mit ein paar wenigen, aber noch nicht mit allem dazu gekommen, diese neuen Ideen umzusetzen, weil uns einfach das Pokalspiel gegen den deutschen Meister überrollt hat. Gott sei Dank ist es aber so, dass wir, denke ich, nach der Begegnung Braunschweig gegen Bayern, die attraktivste Begegnung hier der ersten Hauptrunde haben. Das Umfeld ist wie elektrisiert. Jeder fiebert jetzt dem Samstag entgegen. Ich bin auch froh, dass unsere vielen, vielen ehrenamtlichen Helfer hier einen großen Einsatz gezeigt haben. Wir haben also etliche dabei, die zwar nur einen Hauptberuf haben, aber trotzdem fast täglich hier anwesend waren, um ihrem
ihrem Job nachzugehen hier beim SV Sandhausen, um eben alles so zu richten, dass wir allen gerecht werden, dass wir unsere Gäste, sprich unseren Fans, dass wir die Fans unseres Gegners, dass wir unsere VIP-Bereiche, unsere beiden, so optimal aufgestellt haben, dass wir alle unsere Gäste optimal bewirten können, dass sich jeder hier wohlfühlt und dass es für jeden, der hier dann nach dem Spiel weggeht und das nächste Woche weitererzählt, dass es für jeden ein absolutes Highlight war, ein besonderes Erlebnis war. Da haben wir drauf alle hingearbeitet, federführend hat der Ottmar Schork alle Fäden in der Hand gehabt. Jetzt wäre es natürlich wünschenswert, wenn es nicht nur vom Drumherum ein Highlight werden würde, sondern wenn der Gerd da ist mit seinen Jungs, dafür sorgen würde, dass bei uns alles super läuft am Samstag und für Dortmund eben alles schlecht läuft. Kann man zwar einen gewissen Bereich erzwingen, man kann es mit Leidenschaft, mit Einsatz, kann man einiges bewegen, aber sicherlich ist es so und da wollen wir uns auch nichts vormachen. Wir sind, Dortmund ist der absolute Favorit in dem Spiel. Alles andere wie ein Sieg von Dortmund wäre natürlich eine Riesensensation. Aber die Sensation hat es immer mal wieder gegeben und da hofft man natürlich drauf. Da bin aber, glaube ich, nicht der Einzige, der hier drauf hofft, sondern unsere vielen Fans, die am Samstag anwesend sein werden und natürlich auch viele in Fußball-Deutschland, die vor den Fernsehern sitzen und im Sky-Bezahlsender und im ZDF dann im Sportstudio das sehen werden. Die würden sich natürlich, glaube ich, auch freuen über eine Sensation. Und es ist alles gerichtet. Ich hoffe, dass die zwei Jungs noch fit werden. Es ist alles gerichtet und jetzt schauen wir mal, was wir da am Samstag alle zusammen als Event bewegen können. Gut, vielen Dank, Jürgen Machmeier. Ja, zum Spiel selbst gibt es noch einige Restkarten, die wir zunächst blockiert gehabt hatten. Und zwar sind das 100 Stehplätze und circa 50 Osttribüne-Karten, also von Sitzplätze von der Osttribüne. Wir werden morgen am Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr und am Donnerstag nochmal zwischen 17 und 19 Uhr bei uns hier am Hartwald eine Verkaufsstelle aufmachen. Darüber gibt es die Karten entsprechend. Und darüber hinaus haben wir diese neue Zusatztribüne Sitzplatz unüberdacht, da haben wir 77 eingeschränkte Plätze. Da hatten wir eine leichte Sichtbeeinträchtigung zur Eckfahne von der Westseite, zur Westseite. Und die verkaufen wir jetzt entsprechend für 25 Euro anstatt der 49 Euro aufgrund, wie gesagt, der leichten Sichtbeeinträchtigung. Und diese Zusatztribüne, da sind auch noch 400 Karten erhältlich. Und zwar entweder für 49 Euro oder mit VIP-Berechtigung für 200 Euro. Und das wollen wir jetzt auch noch in dieser Woche entsprechend hinbekommen. Wie gesagt, das waren überwiegend Tickets, die wir zunächst blockiert hatten und die wir jetzt noch in den freien Verkauf geben. Wir haben die Bitte, dass Sie das auch publizieren, dass insbesondere die Heimfans ihre Autos stehen lassen und dass sie eben den Weg drumherum von Sandhausen her zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Hartwaldstadion finden werden, damit wir auch hier eine Entzerrung erfahren, was den Verkehrsfluss anbelangt. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig. Sicherlich wird nicht alles am Samstag zusammenbrechen, aber es wird sicherlich ein Großkampftag für alle Beteiligten sein. Und da möchte ich auch von meiner Seite auch schon mal ein Dankeschön an die Gemeinde Sandhausen, an die Polizei Wissloch und auch entsprechend Rote Kreuz und Feuerwehr richten, die im Vorfeld schon sehr fleißig daran gearbeitet haben, ein Verkehrskonzept zu erstellen. Es ist, wie gesagt, für uns schon eine gute Aufgabe, dieses Spiel hier in Sandhausen durchführen zu können mit 11.200 Zuschauern, die wir entsprechend hier jetzt am Samstag haben werden. Und das spricht natürlich auch gerade von der Logistik her, muss da einiges getan werden. Und wir hoffen, dass wir das entsprechend hinbekommen. Es werden circa 25 Fanbusse aus Dortmund erwartet,
die dann bei den Aussiedlerhöfen von Waldorf kommen, dann auch parken können. Dort gibt es dann noch zusätzlich 1400 Parkplätze. Wir haben Ausweismöglichkeiten von Nussloch, St. Ilgen hierher, wo wir einen Shuttle-Service eingerichtet haben. Und dahingehend versuchen wir das natürlich entsprechend auch zu entzerren und die Leute hier gut ins Stadion zu bekommen. Logistisch und organisatorisch viel zu stemmen für den SV Sandhausen. Eine interessante Frage, wie viele Fans werden aus Dortmund erwartet? Also es werden von Dortmund erwartet ca. 3.400 Zuschauer. Das ist also aufgesplittet in 2.800 Stehplatzfans und dann sind es 358 auf der auf der Osttribüne D3. Und darüber hinaus dann nochmal ein Kontingent von der Haupttribüne, die fürs Präsidium und für die Sponsoren sind. Die Frage an Gerd Deiß, welche Chancen rechnet sich der SV Sandhausen aus? Natürlich rechnen wir uns eine klitzekleine Chance aus, das ist ja ganz klar, schon bräuchten wir gar nicht antreten. Gut, für uns gilt es natürlich erstmal versuchen, so lange wie möglich ein knappes Ergebnis zu halten und ich denke, je länger dass wir das hinbekommen und je größer wird dann die Möglichkeit werden, dass wir den ein oder anderen Nadelstich setzen. Was ich dann der Mannschaft ganz genau sage, das werde ich natürlich hier heute nicht verraten, das werden wir am Samstag dann bei unserer Mannschaftsbesprechung letztendlich dann durchführen und jetzt gilt es halt abzuwarten, dass der Tim Danneberg, der Christian Klibo am Samstag wieder zur Verfügung stehen. Der Regisseur kehrt wieder zurück und dann werde ich mir noch Gedanken machen, wie wir letztendlich dann am Samstag auflaufen werden. Hat man der Mannschaft zur Motivation Videos aus den Pokalerfolgen, speziell auch 1985 aus dem Spiel gegen Dortmund gezeigt? Gut, das ist ja jetzt schon über 25 Jahre her. Ich denke, ich glaube, so weit war Sandhausen noch nie im DFB-Pokal vorgedrungen. Das war das Viertelfinale. Wir haben ja vorher zwei Zweitligisten mit Union Solingen, Blau-Weiß Berlin ausgeschaltet, auch einen württembergischen Verbandsligisten mit FC Wangen. Und will nicht sagen, wir sind knapp vor der Sensation gestanden. Wir sind natürlich relativ früh in der zweiten Minute durch meinen Kopfballtreffer in Führung gegangen. Und haben dann letztendlich 1-3 verloren. Aber auch das damalige Spiel, denke ich, war für den SV Sandhausen, für die Zuschauer und auch hier für den Rhein-Neckar-Kreis ein Riesenerlebnis. Wir haben damals, glaube ich, vor knapp 9.000 Zuschauern hier gespielt. Da hat das Stadion noch ein wenig anders ausgesehen, war auch ausverkauft. Aber ich denke, es war auch ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten damals. Der SV Sandhausen ist seit 25 Spielen ungeschlagen. Soll diese Serie gegen Dortmund weitergehen? Denke mal, man sollte das nicht überbewerten. Es ist ein schöner Nebeneffekt, eine schöne Momentaufnahme. Aber wir denken von Spiel zu Spiel und wenn man sieht, ich sage mal auch in der Vorbereitung teilweise, ob das jetzt gegen Kaiserslautern war, gegen FSV Frankfurt, wo teilweise doch in vielen Bereichen das ein bisschen holprig gelaufen ist. Und nichtsdestotrotz freut man sich natürlich, vor allem war wichtig, ich sage mal, diese Serie in der vergangenen Runde zu haben, wo wir ja gegen den Abstieg gekämpft haben. Und wir konnten uns ja durch diese Serie dann letztendlich einige Spieltage vor Schluss schon retten. Und jetzt war es wichtig, dass wir das erste Spiel jetzt zu Hause gegen den VfR Aalen gewonnen haben. Und wir denken nach wie vor von Spiel zu Spiel. Und die nächste Aufgabe ist jetzt am Samstag Borussia Dortmund. Wie schlimm sind die Verletzungen der angeschlagenen Spieler? Die haben beide muskuläre Probleme. Der Tim Danneberg hatte das dann am Sonntagvormittag nach dem Aalener Spiel und beim Christian Klibo ist es heute Morgen im Training aufgetreten. Aber es sieht also tatsächlich so aus, dass das beides nicht so schlimm ist, dass sie für den Samstag in Frage stehen. Gibt es noch besondere Maßnahmen der Motivation? Gut, ich denke, dass man das nicht mehr auskramen muss. Die Spieler sind bis unter die Haarspitzen motiviert. Sie werden am Samstag während der gesamten Spielzeit wirklich alles geben. Und der Fokus ja nicht nur jetzt hier von uns, vom Rhein-Neckar-Kreis, von Baden-Württemberg, sondern bundesweit
liegt am Samstag 19.30 Uhr hier auf dem Hartwald. Und wenn hier der amtierende deutsche Meister Champions League Teilnehmer aufläuft, ich denke, das ist für jeden Spieler wirklich eine tolle Geschichte, sich mit dem aktuellen deutschen Meister messen zu können in einem Pflichtspiel. Das kommt ja nicht sehr oft vor. Wir hatten ja in der Vergangenheit nicht immer das Losglück wie in diesem Jahr. Und ich denke, wir sollten das einfach auskosten. Wir freuen uns aufs Spiel und werden alles, wirklich alles geben. Und dann wird man sehen, was unterm Strich steht, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Wird die Mannschaft vor dem Spiel gegen Dortmund ein besonderes Elfmetertraining absolvieren? Na gut, das lasse ich mir mal noch durch den Kopf gehen. Wobei man ja sagen muss, wie gesagt, wenn man die Statistik ja bemüht, Dortmund ist ja des Öfteren schon im Elfmeterschießen ausgeschieden. Oder beziehungsweise letztes Jahr und jetzt haben sie am Samstag ja wieder verloren. Gab es keine Überlegung, in ein größeres Stadion auszuweichen? Ja, das würde ich sagen, Jürgen, beantwortest du mal kurz, aber ich sage dann auch noch was dazu. Also grundsätzlich ist es so, dass der SV Sandhausen mittlerweile in der dritten Liga beheimatet ist, dass wir mittlerweile ein ganz schönes, tolles Stadion hier aufgebaut haben, dank Jürgen Machmeier unter seiner Ära, und dass es dahingehend ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein muss, zu sagen, komm, wir wollen das hier zunächst oder versuchen hier durchzuführen. Wir haben uns da sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Wir haben uns auch über die anderen Standorte unterhalten. Aber der SV Sandhausen hat auch seine eigene Seele und seine eigene Fangemeinde, sein eigenes Dorf und seine eigenen Sponsoren. Und aus diesen Gründen heraus oder mit aus diesen Gründen heraus haben wir gesagt, wenn es organisatorisch möglich ist, dann ist es auch eine tolle Geschichte. Auch wenn man irgendwo anders vielleicht mehr Zuschauer hätte kriegen können, es einfach hier bei uns am Hartwald durchführen zu können. Und Richtung andere Alternativen, die waren ja auch angedacht. Und da gab es ja auch zum Beispiel letztes Jahr das Spiel in Mannheim, wo man eigentlich guter Dinge war, dass das funktioniert. Das war im Nachhinein dann leider nicht so, dass die Resonanz von den Zuschauern her nicht so da war, dass es auch von den Waldhof-Fans nicht so angenommen wurde, wie eigentlich die Aktion damals angedacht war. Und von daher hat sich das ein oder andere auch automatisch erübrigt. Man darf auch nicht Nigger Ells dann wieder ins Rennen führen, was dann auch gesagt wurde. Nigger Ells hat einen Dorfsportplatz, hat nicht diese Rahmenbedingungen, wie wir sie hier haben. Und dass natürlich so ein kleiner Verein, der jetzt damals auch aus seiner Situation heraus dann in die Rhein-Neckar-Arena geht, ist eigentlich auch verständlich. Aber wie gesagt, wir haben uns in der dritten Liga sehr gut etabliert. Wir haben unser eigenes Stadion. Wir können 11.300 deckeln. Ja, und es ist doch schön, wenn man dann ein ausverkauftes Haus hat und dann entsprechend kriegen können. Und Dortmund hier empfangen können. Richtung Zuschauerkapazität, ob wir mehr verkaufen hätten können, das ist schwierig zu sagen, weil wir ja verschiedene Phasen dann auch von vornherein dann angegangen sind. Und Fakt ist, dass wir jetzt noch ein paar Restkarten haben, die wir jetzt auch noch sicherlich an den Mann bringen werden. Aber ich denke, dass es dann auch so in dieser Richtung sich bewegt hat, dass wir einfach dann es ausverkauft haben. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir hätten 25.000 oder 30.000 Karten verkaufen können. Es waren sehr, sehr viele Anfragen von überall da, aber das haben wir auch nicht gezählt. Und das bin ich auch der Meinung, es ist ja, hypothetisch, da irgendeine andere Zahl dann zu sagen. Jürgen? Du hast alles gesagt. Nein, noch ein Satz. Ich denke, der Herr Schork hat alles gesagt zu der Frage, Herr Weber. Eines, denke ich, ist ganz wichtig. Wir sollten für alle, für Fans, Sponsoren ein verlässlicher Partner sein. Wir haben uns im letzten Jahr nach dem Experiment, gut, da war ein bisschen mehr dran gegangen mit Waldhof, haben wir uns entschlossen, dass wir sagen, wenn die Situation wiederkommt, dann spielen wir zu Hause, haben das auch den Fans versprochen und ich denke, da sollten wir auch verlässlich sein, dass wir zu unseren Versprechen stehen, auch wenn es manchmal ein bisschen weh tut, dass man zum Versprechen stehen muss, aber man sollte eben da entsprechend verlässlich sein. Und dann ging es auch darum, dass hier unsere Sponsoren einfach sehr gut untergebracht sind in unserem Haas-Wiephaus, in unserem zusätzlichen Wiebraum in der Hartwaldhalle. Das ist jetzt alles super gut organisiert und da gibt es auch keinen Grund, jetzt irgendwie auszuweichen. Also wir wollen hier auch zusätzlich Zuschauer gewinnen und das war uns auch nochmal wichtig, dass die Leute herkommen, ein tolles Fußballspiel sehen und vielleicht dann in den nächsten Heimspielen auch den Weg wieder zu uns finden.
Gerd Theiss ist als Trainer zum zweiten Mal in Sandhausen. Was macht für den Trainer Sandhausen so besonders? Warum das passt? Gut, ich sag mal, es ist ja so, dass ich sag mal, hier aus der Region komme. Und ich sag mal, wo ich hier damals den Günther Sebert abgelöst habe, haben wir ja auch eine sehr schwierige Situation gehabt. Wir sind damals kurzfristig noch an die Spitze gekommen, konnten es leider nicht bis zum Ende durchhalten, haben dann eine Mannschaft zusammengestellt, der Tobias Gebert, der Jürgen Machmeier und ich sind ja dann gleich aufgestiegen und hatten dann im Folgejahr gleich das Glück, dass in dieser Regionalliga-Saison die Regionalliga Süd und die Regionalliga Nord zusammengelegt wurden zur dritten Liga, haben das dann auch problemlos geschafft und so ist unser Weg dann immer stetig weitergegangen. Und wie gesagt, damals war dann ein wenig der Erfolg ausgeblieben. Dann hat man sich seitens des Vereins Gedanken gemacht, was zu diesem Zeitpunkt, denke ich, auch in Ordnung war. Und ich habe das dann teilweise auch verstanden. Und wo ich dann weg war, ist es ja dann nicht mehr so gelaufen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Das kann ich also jetzt von meiner persönlichen Seite nicht beurteilen. Und der SV war ja dann wieder in Abstiegsgefahr oder ist in Abstiegsgefahr geraten und man hat sich dann an meine Person erinnert. Ich habe das dann dankend zur Kenntnis genommen und war auch sofort bereit, hier zu helfen. Und nachdem wir ja das erste Spiel in Dresden verloren haben, haben wir dann eigentlich eine sehr, sehr gute Serie gespielt und sind dann doch relativ früh dem Abstiegsstrudel entronnen. Und so wie das jetzt halt gelaufen ist, muss man sagen, das passt einfach zusammen und ich denke, wir werden auch noch eine erfolgreiche Zeit haben. Es gab die Frage nach dem lange verletzten Roberto Pinto. Gut, Roberto Pinto hat jetzt seit einer Woche das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Auch ihn werde ich in dieser Woche ganz genau beobachten, wobei bei ihm halt noch zu berücksichtigen ist. Wie gesagt, er trainiert seit einer Woche, hat kein einziges Vorbereitungsspiel mitgemacht. Ihm fehlt noch ein wenig Spielpraxis. Aber sollte er sich im Training also jetzt halt doch vehement aufdrängen, spricht also nichts dagegen, dass er am Samstag in den Kader rutscht. Aber dass er von Anfang an spielt, das denke ich mal, ist im Moment sehr schwierig. Jürgen Machmeier zur Situation des Trikotsponsors. Ich denke, da hat sich seit letzter Woche bedeutend nichts geändert. Wir haben eine klare Marschroute. Wir möchten gewisse Rahmenbedingungen haben, die uns gerecht werden, für die wir auch dem Sponsor entsprechende Gegenleistung bieten können, sodass wir also nicht unbedingt jeden Sponsor nehmen. Es sind nach wie vor Gespräche. Wir haben jetzt nicht unbedingt den Druck, dass wir zwingend in den nächsten 3-4 Tagen einen Hauptsponsor oder einen Trikotsponsor gewinnen müssen. Es wäre schön, wenn das so wäre, aber wie gesagt, es macht keinen Sinn, um jeden Preis hier sich mit dem Sponsor zu binden. Es gibt mit Sicherheit sehr viele Optionen. Ich sehe eine, ich sage mal Richtung September, sehe ich eine Option, die sehr wahrscheinlich ist. Wenn es vorher eine andere wird, ist es gut. Zum Pokalspiel ist noch eine Option offen mit einem Sponsor of the Day. Sollte das sich jetzt nicht bis am Donnerstag entwickeln, wird in jedem Fall die Firma Invo am Samstag dann Sponsor of the Day sein. Also das Trikot wird am Samstag nicht jungfräulich sein. In die oder die Richtung werden wir uns da orientieren. Mit welchen Einnahmen rechnet der SV Sandhausen durch das Pokalspiel? Im Lotto gibt es ja auch mal einen Sechser, wo man nur 200.000 Euro bekommt. Ich denke, dass sich in der Region bewegen wird, mit Fernsehgeld und allem drum und dran. Sie müssen halt bedenken, dass wir von den Eintrittspreisen die Mehrwertsteuer runterrechnen müssen. Dann haben wir Thema Security, Infrastruktur, Veränderungen, alles was dran und drumherum geschieht. Abgaben an den DFB, die Hälfte bekommt dann von dem Rest Dortmund. Also
das orientiert sich schon dann in der Region, wobei, wie gesagt, für uns sehr hilfreich ist, dass jetzt genau dieser Glückstreffer mit der Zulosung von Dortmund hier nach Sandhausen kommt, ist natürlich hilfreich für die Gewinnung des ein oder anderen Sponsors und Zuschauer, der im Normalfall sich nicht unbedingt nach Sandhausen orientiert hätte. Also es bringt uns darüber hinaus mit Sicherheit das eine oder andere, aber das ist wie in der Werbung, man kann nicht messen, was es dann zum Schluss wirklich bringt. Wobei man sagen kann, dass die Fernsehgelder sich bei 110.000 Euro bewegen. Das ist für die erste DFB-Pokalrunde entsprechend festgelegt. Hat Gerd Theiss im letzten Spiel gegen Schalke Dortmund nochmal beobachtet? Das habe ich nicht gesehen gehabt, nur Ausschnitte. Und da war unser Scout, der Herr Getrost, war ja vor Ort. Aber ich war in der letzten Woche in Mainz, habe mir das Spiel Dortmund gegen den HSV angeschaut. Gut, Stegen, das ist ja, denke ich mal, weitestgehend bekannt. In der Offensive habe ich sehr schnelle Spieler, ob das der Kagawa ist, Götze, Lewandowski, wie die alle heißen. Aber man hat auch gesehen, dass der HSV doch die eine oder andere Chance gehabt hat. Und ich denke, man muss da wirklich die wenigen Chancen, wo sich da einem bieten, das wird also nicht eine große Anzahl sein von Chancen, wo man gegen den amtierenden deutschen Meister hat, dann eben eiskalt nutzen. Und hinten muss man dann wirklich die Räume eng machen, kompakt stehen, wenig zulassen. Und das könnte letztendlich dann auch das Erfolgsrezept sein. Hat Borussia Dortmund den SV Sandhausen beobachtet? Es ist also so, dass das ja auch offiziell bekannt ist. Die melden sich ja bei uns an. Und da waren Scouts von Dortmund am Samstag beim VfR-Spielen hier. Der Klopp war nicht da, der musste ja abends in Gelsenkirchen ran. Die Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel SV Sandhausen, Borussia Dortmund. SV ist Stadion ist. Wählt euren Stadionhit. Der SVS Stadionhit. Donnerstag, 20 Uhr. Powertool.